Federmodellen für die realitätsnahe Bemessung von Verankerungen in Beton. Das ist momentan ein sehr aktuelles, heiß diskutiertes Thema in der Fachwelt. Und von daher denke ich, wir haben Ihnen was Spannendes für heute Morgen mitgebracht. Wir, das sind Frau Boklaka-Bokor. Mein Name ist Thilo Pregartner. Ich bin promovierter Bauingenieur und seit 3 Jahren bei der Firma Fischer tätig. Und dann würde ich eigentlich auch schon in die Präsentation einsteigen wollen und mit einer allgemeinen Einleitung zur Bemessung von Befestigungen in Beton starten. Derzeit werden Befestigungen in Beton nach EN 1992-4 bemessen. Das ist der aktuelle Stand der Technik. Und dieser Normenteil 4 des Eurocodes 2 wurde im Frühjahr 2019 veröffentlicht. Prinzipiell hat EC2 Teil 4 zwei grundlegende Voraussetzungen zur Anwendung der Norm, auf die ich hier kurz eingehen möchte. Die erste Voraussetzung ist einmal eine Einschränkung der Ankerplattengeometrien. Und die zweite Voraussetzung bzw. auch eine gewisse Einschränkung ist, dass die Norm fordert, dass Ankerplatten ausreichend steif geplant und ausgeführt werden. Zu beiden Themen und Einschränkungen noch eine kurze Folie und zwei Bilder dazu. Das erste Bild ist ein Bild direkt aus der Norm Eurocode 2 Teil 4. Und dort sind im Prinzip die Ankerplattengeometrien abgebildet, die nach der Norm bemessen werden dürfen. Das sind prinzipiell rechteckige Dübelanordnungen mit maximal 9 Dübeln. Diese 9 Dübel angeordnet in einer 3x3 Ausfertigung. Und das untere Bild zeigt dann noch, dass zusätzliche Einschränkungen bei Anwendungen am Rand bestehen. Zum Thema der ausreichend steifen Ankerplatte habe ich das Bild auf der rechten Seite mitgebracht. Um das ein bisschen zu verdeutlichen und ein bisschen klarer darzustellen. Prinzipiell trennt das CC-Verfahren in der jetzigen Form in der Norm Einwirkung und Widerstand nicht sauber. Das heißt, prinzipiell im ersten Schritt jeder Bemessung muss ich stets eine Verteilung der Ankerkräfte, der äußeren einwirkenden Kräfte auf meine einzelnen Dübel berechnen. Und dieser erste Schritt, der ist im Prinzip hier in dem Bild dargestellt. Und um diese Berechnung durchführen zu können, diese Umlagerung oder diese Bestimmung der inneren Kraftverteilung, also der Einzelkräfte der Dübel auf Basis einer äußeren Einwirkung, diese Berechnung wird im Prinzip iterativ durchgeführt und unter Annahme einer linearen Dehnungsverteilung. Diese lineare Dehnungsverteilung ist unter dem Bild der Befestigungsgruppe dargestellt und zeigt im Prinzip, wie man iterativ eben die Einzelkräfte bestimmen kann. Und dabei wird angenommen, dass die Ankerplatte unendlich steif ausgeführt wird und dann auf Basis dieser linearen Dehnungsverteilung eben die Druckkräfte unter der Ankerplatte bestimmt und die einzelnen Dübelkräfte, was dann wiederum als Ergebnis die Kraft des höchstbelasteten Dübels ergibt und die innere Exzentrizität, die ich eben als Eingabeparameter für meine Bemessung auch brauche. Im nächsten Bild ein paar reale Anwendungen auf Fotos dargestellt, um Ihnen einfach zu verdeutlichen, dass diese Einschränkungen, die EN 1992-4 hinsichtlich der Ankerplattengeometrien beinhaltet, eben in vielen Fällen in der Praxis einfach nicht gegeben sind. Das ist zum Beispiel links oben im Bild eine 2x4-Gruppe randnah dargestellt mit einer für eine Kranbefestigung. Man hat auf der rechten Seite runde Ankerplatten. Und man hat im Prinzip brandnahe Ankerplatten mit 6 Dübeln, bei denen eben prinzipiell die Frage besteht, ob der Ringspalt verfüllt ist oder nicht, um dann damit praktisch für nachträgliche Befestigung die Bemessung durchführen zu können. Gut, ein weiteres Detail, was EN 1992 Teil 4 prinzipiell fordert und dort angegeben ist, ist, dass Hebelkräfte in der Bemessung berücksichtigt werden müssen. Hebelkräfte spielen hauptsächlich bei weichen Ankerplatten eine große Rolle und das ist in dem Bild rechts dargestellt. Hebelkräfte sind Druckkräfte unter der Ankerplatte und gerade bei weichen, dünnen Ankerplatten, die nicht ausreichend steif sind,
bewirken diese inneren Hebelkräfte, diese Druckkräfte unter der Ankerplatte, dass die inneren Kräfte der Befestigungsgruppe beeinflusst werden und zum Teil extrem erhöht werden. Und eben 1992-4 fordert sozusagen in einem Nebensatz, dass diese Hebelkräfte prinzipiell in der Bemessung berücksichtigt werden müssen. Ich habe jetzt noch auf einer Folie prinzipiell dargestellt, wie man die Ankerplattensteifigkeit oder eine ausreichende Ankerplattensteifigkeit nach derzeitigem Stand der Technik beziehungsweise auch in der Vergangenheit berechnen kann. Einmal gibt es Hinweise dazu im Eurocode 2 Teil 4. Diese Hinweise und Beschreibung ist aber nicht wirklich in ein praxistaugliches Verfahren eingebettet, sodass man das direkt anwenden kann. Es gibt dann ein Verfahren nach Mallet und Burkhardt aus dem Jahr 1999. Mallet und Burkhardt haben ein Fließkriterium abgeleitet für die Ankerplatte. Generell ist der Anwendungsbereich von Mallet-Burkhardt, deren Kriterium relativ stark begrenzt. Trotz allem ist das Verfahren, das derzeit am meisten in der Praxis angewendet wird und auch in vielen Bemessungsprogrammen von Dübeln berücksichtigt wird. Zusätzlich gibt es dann in der Dissertation von Herrn Fichtner aus dem Jahr 2011 ein Verformungskriterium, das allerdings in der Fachwelt stark umstritten ist und nicht vollständig anerkannt wurde. Und als viertes Verfahren und aus unserer Sicht im Prinzip im Moment einmal die modernsten Verfahren, aber auch die Verfahren, die dem Thema der Ankerplattensteifigkeit am besten gerecht werden, sind eben Federmodelle. Frau Boker hat dazu ihre Dissertation in den vergangenen Jahren angefertigt und wird im Prinzip jetzt im folgenden Vortrag Ihnen dazu Ergebnisse aus der Dissertation vorstellen. Prinzipielle Lösungswege, um diese Ankerplattensteifigkeit eben bewerten zu können oder in der Bemessung zu berücksichtigen. Und das sind Lösungswege, die wir jetzt im Folgenden weiter vertiefen. Ist einmal, ich suche mir eben prinzipiell Steifigkeitskriterien, um zu gewährleisten, dass meine Ankerplatte ausreichend steif ist. In unserem Vortrag läuft es darauf hinaus, dass das unter Ansatz eines linearen Federmodells eben realisiert werden kann. Und ein weiterer Lösungsweg ist, dass ich direkt die Ankerplattensteifigkeit real in meinen Berechnungen berücksichtige und so einen Widerstand in Abhängigkeit der Steifigkeitssituation meiner jeweiligen Befestigung eben berechne. Gut. Und damit wäre ich prinzipiell am Ende der Einführung und wird an die Frau Bokor übergeben. Dankeschön. Gut, ich grüße Sie auch dann nochmals herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Also hier geht es jetzt dann weiter mit den Federmodellen für die Berechnung von Verankerungen im Beton. So. In der Befestigungstechnik haben wir eine Annahme, dass innerhalb einer Dübelgruppe die Zugkräfte von den Dübeln aufgenommen werden, während die Druckkräfte direkt über das Anbauteil in den Beton eingeleitet werden. Das Konzept des Federmodells basiert auf dieser Grundlage und auf dieser Annahme. In der Modellbildung für unser Federmodell werden zunächst die Ankerplatte und das angeschlossene Profil als finite Solid- oder Schalenelemente modelliert, damit man die Steifigkeitsbedingungen in der Berechnung realitätsnah oder realistisch berücksichtigen kann. Die Dübel werden dann als Federn ersetzt, die nur Zugkräfte aufnehmen können, und der Kontakt zwischen dem Beton und Anbauteil wird durch reine Druckfedern modelliert. Und dadurch entsteht dann uns ein realitätsnahes Modell mit Hilfe von einem Federmodell. Damit können wir dann unsere Berechnungen sehr gut durchführen. Eine grundsätzliche Frage ist, oder eine der wichtigsten Fragen ist, wie ich meine Federeigenschaften dazu erhalte. Was sind doch diese Federn? Und dazu möchte ich jetzt ganz kurz ein bisschen Grundlagen zeigen. Was passiert mit dem Dübel im Beton? Wird eine Befestigung Zugbelastungen ausgesetzt? Weist das Befestigungsmittel dann ein nicht-lineares Lastverschiebungsverhalten auf? Am Anfang der Belastung wird die Steifigkeit der Lastverschiebungskurve durch die elastische Dehnung der Stahlschaft bestimmt. Dann kommt die lokale Betonzerstörung am Kopf des Dübels oder am Konusbereich, was zu einer Steifigkeitsänderung führt.
Danach entwickeln sich die radialen Zugspannungen in Beton und dann, sobald diese Zugspannungen die Zugfestigkeit des Betons überschreiten, dann entwickelt sich ein Betonausbruchkegel. Und das ist dann auch schon unsere Lastverschiebungskurve einer Einzelbefestigung. Zusammenfassend können wir das sagen, dass die Lastverschiebungskurve durch einen ersten linearen Anstieg, eine Maximallast und einen Nachbruchbereich gekennzeichnet werden kann. Dann habe ich danach prinzipiell zwei Möglichkeiten, meine Dübelfedern zu charakterisieren. Ich habe die Möglichkeit, lineare Federn zu verwenden für kraftgesteuerte Berechnungen. Oder ich habe die Möglichkeit, mit nichtlinearen Federn zu arbeiten. Das ist dann notwendig für die verformungsgesteuerte Berechnungen. Und damit gehen wir dann auch schon weiter zu unserem ersten Thema, zum linearen Federmodell. Bei einem linearen Federmodell wird die Feder über eine Gerade idealisiert. Das heißt, hier berücksichtigen wir nur den ersten linearen Anstieg. Das heißt, es wird ein linear-elastisches Verhalten angenommen. Also was wir hier in Rot sehen, also die rote Linie, ist praktisch auch schon unsere Feder für ein lineares Federmodell. Gut, was brauchen wir dann in unserem Modell oder für unser Modell? Wie schon gesagt, sollen wir die Ankerplatte und das angeschlossene Profil mögliche Aussteifungen so gut wie möglich mit finiten Elementen abbilden. Dann haben wir noch die Kontaktelemente und die Dübelfeder. In den linearen Federmodell benachbarte Dübel beeinflussen sich nicht. Deshalb, wie Sie das sehen können, erhalten alle drei Dübel die gleiche Federcharakteristik. Und wie wird dann die Berechnung durchgeführt? In dem Fall haben wir eine Kraft, was auf das System aufgebracht wird, meistens in einem Schritt. Und wie kommen wir dann zu einer Lösung? Es wird einfach so lange iteriert, bis es ein Gleichgewicht gibt. Und das ist dann auch schon unser Ergebnis. Also nochmal, das Ergebnis ist dann bei dem linearen Federmodell die Kraftverteilung in der Funktion der Ankerplattensteifigkeit, Dübelsteifigkeit. Dabei werden aber sehr wichtig, dabei werden keine Lastumlagerungen berücksichtigt. Ich habe hier jetzt ein kurzes Beispiel. Das ist eine Dreiergruppe, zentrisch unter Zug belastet. Wenn wir eine steife Ankerplatte haben, dann erhalten alle drei Dübel die gleiche Kraft. Das heißt, wir haben eine lineare Dehnungsverteilung und eine lineare Kraftverteilung. Das heißt, ich kann die Bemessung wie gewohnt nach dem CC-Verfahren führen und ich habe keine Probleme. Nehmen wir dann eine etwas dünnere Ankerplatte, dann sieht die Kraftverteilung schon ein bisschen anders aus. Wir können sehen, dass der mittlere Dübel deutlich mehr Kraft trägt als die beiden äußeren Dübel. Das heißt, hier wäre dann die Bemessung praktisch nach dem CC-Verfahren nicht mehr sicher. Und dann, wenn wir mit der Ankerplatte dicke noch weiter runtergehen, dann habe ich schon einen sehr großen Einfluss der Hebelkräfte. Das heißt, die beiden äußeren Dübel bekommen in diesem Fall praktisch keine Zugkraft und der mittlere Dübel muss schon mehr Zugkraft tragen als die aufgebrachte Zugkraft. Also in dem Fall haben wir auf keinen Fall eine lineare Kraftverteilung und wir sollten unsere Gruppe nicht nach dem CC-Verfahren bemessen oder nachweisen. Was kann ich dann mit diesen Ergebnissen anfangen? Ich kann eine schöne Aussage zur Ankerplattensteifigkeit sagen. Ich kann nämlich meine Kräfte, die ich von dem Federmodell erhalten habe, mit den Ankerkräften verglichen, die basierend auf einer linearen Dehnungsverteilung ausgerechnet wurden. Sind die Abweichungen klein oder vernachlässigbar, kann ich meine Bemessung wie gewohnt nach dem CC-Verfahren führen. Wenn nicht, dann sollte ich das nicht tun. Okay, jetzt haben wir gesehen, was für einen Einfluss die Ankerplattendicke auf das Bemessungsergebnis hat oder Berechnungsergebnis. Wir haben aber auch noch einen anderen Einfluss, was wir berücksichtigen sollten. Das ist der Einfluss der Dübelsteifigkeit. Wir haben hier ein relativ einfaches Beispiel genommen. Das ist eine Dreiergruppe,
es wird nah am Bauteilrand installiert und exzentrisch unter Zug belastet. Wir haben 25 kN Zugkraft auf das System aufgebracht. Und wir nehmen zu unserem Beispiel zwei Dübelsysteme, einmal ein relativ weiches System, einen Bolzenanker in gerissenem Beton und ein Verbunddübelsystem, aber in ungerissenem Beton. Scheint vielleicht nicht so ein fairer Vergleich zu sein, gerissen und ungerissen zu vergleichen, aber wir wollen darauf eingehen, wie die Steifigkeiten, also wie die Dübelsteifigkeiten unser Bemessungsergebnis beeinflussen können. So, zunächst schauen wir uns mal an, wie die Kraftverteilung aussieht, wenn ich eine ausreichend oder unendlich steife Ankerplatte habe. Wir sehen, dass die Kraftverteilung linear ist. Wir können an den Verformungen auch sehen, dass die Dehnungsverteilung linear ist. Das heißt, in dem Fall kann ich meine Berechnung wie gewohnt nach dem CT-Verfahren durchführen. Und wir können auf dem Bild rechts auch sehen, dass die Summe der Ankerkräfte ist 25 kN. Das heißt, es entstanden jetzt keine Hebelkräfte und so weiter in dem Fall. So. Wie kann ich aber dann in der Realität beurteilen, ob meine Ankerplatte steif genug ist? Gute Frage. Dazu sind eigentlich Fehlermodelle geeignet. Und wenn ich jetzt nur die Kraftverteilung mir anschauen möchte, dazu sind schon die linearen Fehlermodelle auch gut genug. Das war sehr gut. So, jetzt nehmen wir das gleiche Beispiel, aber mit einer Ankerplattendicke von 10 mm. Man sieht eigentlich schon an den Verformungen der Ankerplatte, dass es nicht linear ist. Und wenn man sich noch die Ankerkraftverteilung anschaut, sieht man sofort, dass es nicht linear ist. Dann gucken wir mit dem anderen System, mit dem steifen System in ungerissenem Beton. Hier sieht das dann noch schlimmer aus, wenn wir linear als gut annehmen. Aber das muss nicht der Fall sein. In dem Fall sehen wir, dass der Dübel 1 fast kaum Last tragen muss, aber die beiden anderen Dübel 2 und 3 bilden praktisch eine Zweiergruppe, was zentrisch belastet ist. Also in beiden Fällen sieht es nicht linear aus, das sieht man sofort. Und wenn wir jetzt noch die Ergebnisse von der Berechnung mit der steifen Ankerplatte dazu plotten, dann wird das deutlich. Was man auch sehen kann, dass die Summe der Kräfte, vor allem bei dem sehr steifen System, viel mehr ist als die aufgebrachte Zugkraft. Das heißt, wir hätten hier etwa 7 kN von den Hebelkräften und das müssen im Endeffekt dann unsere Dübel tragen. Ganz unten sehen wir auch noch die Abweichungen zwischen der Berechnung mit einer steifen Ankerplatte und zwischen unseren Berechnungen. Und eigentlich wird das bei Dübel 2 ganz deutlich, vor allem mit dem steifen System. Der Dübel 2 hätte hier 90% Überlastung. Das ist schon heftig. Grundsätzlich ist das nicht schlimm. Was ist schlecht, wenn wir dann eine steife Ankerplatte für unsere Berechnung annehmen? Genau. Dann, wir arbeiten jetzt weiterhin mit dem gleichen Beispiel, aber mit einer Ankerplattendicke von 30 mm. Jetzt kommen die Ankerkräfte mit dem weichen System, Bolzenanker in gerissenem Beton. Ja, es sieht schon fast linear aus, würde ich sagen, wenn der Statiker sagt oder Ingenieurin sagt, okay, das ist schon linear genug, da kann man die Berechnung dann wie gewohnt oder die Bemessung nach dem CT-Verfahren durchführen. Wie sieht es dann mit dem Verbunddübel aus? Also hier haben wir immer noch Probleme, dass die Kraftverteilung noch nicht linear aussieht. Und in dem Fall hätte der Dübel 2, also der mittlere Dübel, immer noch 40% Überlastung. Also mit diesem Beispiel wollten wir eigentlich zeigen, dass es sehr wichtig ist, nicht nur die Ankerplattendicke und Ankerplattensteifigkeit auszuwerten und berücksichtigen, sondern gleich damit die Dübelsteifigkeiten auch mit berücksichtigen, weil nur dann können wir sicherstellen, dass unsere Bemessung zu sicheren
Ergebnissen führt. Und damit komme ich auch schon zu den Schlussfolgerungen zum Thema lineares Federmodell. Wir haben es gesehen, dass die linearen Federmodelle sehr gut dafür geeignet sind, die Steifigkeit der Ankerplatten zu bewerten. Warum? Weil es ermöglicht wird, den Vergleich der Dübelkräfte zwischen realitätsnaher Berechnung und Berechnung nach Elastizitätstheorie durchzuführen. Dadurch ist es dann eigentlich auch möglich, unsere Bemessungssituation so zu optimieren, dass ich die Berechnung nach CC-Verfahren durchführen kann. Und sehr wichtiger Hinweis ist noch, dass das CC-Verfahren nur dann anwendbar ist, wenn die Ankerplatte ausreichend steif ist. Was ist dann, wenn das doch nicht so steif ist? Wir haben hier Möglichkeiten oder Maßnahmen, die Kraftverteilung zu optimieren. Einerseits kann ich die Ankerplattendicke erhöhen. Das haben wir in unserem Beispiel gesehen. Das hat mit dem weichen System ganz gut funktioniert, obwohl, okay, wir haben schon von 10 mm auf 30 mm gehen müssen, was schon ein großer Unterschied ist. Aber wenn die Möglichkeit besteht, okay, dann kann man machen. Dann kann ich das angeschlossene Profil vergrößern. Eventuell kann ich Ausschweifungen aufschweißen oder gegebenenfalls ein anderes Dübelsystem wählen. Wenn keine von diesen Maßnahmen zur Optimierung führt oder zur optimalen Kraftverteilung führt, dann alternativ kann ich zu den nicht-linearen Federmodellen gehen. Ja, Boklaka, vielen Dank für deine Ausführungen zum linearen Federmodell. Sehr, sehr spannendes Beispiel, in dem man sehr, sehr deutlich sieht, wo tatsächlich die Grenzen des CC-Verfahrens sind oder des bisher bekannten CC-Verfahrens sind, wenn man mit dünnen Ankerplatten eben arbeitet und prinzipiell die Anwendung des CC-Verfahrens in solchen Fällen eben nicht mehr konservativ ist. Gut, die erste Frage, die reinkam, beschäftigt sich im Prinzip mit dem Thema Federkennlinien und dazu die Frage, woher man in der Praxis diese Federkennlinien bzw. die Federcharakteristika bekommen kann, wenn man eben Berechnungen durchführen möchte mit linearen Federmodellen. Mhm. Sehr gute Frage. Also in unserem Fall habe ich das noch nicht erwähnt. Dieses Berechnungsbeispiel habe ich mit dem FEM-Modul von CFIX durchgeführt und in der Software sind dann praktisch die Federkennlinien hinterlegt. Das heißt, der Anwender hat eigentlich keine extra Aufgaben bei der Berechnung oder Bemessung, sondern wir haben das in unserem System gespeichert, aber wir wollen das auch transparent machen. Das heißt, es wird die Federkennlinien oder Federeigenschaften werden dann in dem Ausdruck veröffentlicht. Perfekt, sehr gut. Eine weitere Frage beschäftigt sich ein bisschen mit einer Wiederholung, was hier auf der Folie gezeigt ist, was aber relativ deutlich macht, dass bei der Verwendung von Federmodellen unter Umständen andere Parameter Einfluss auf das Messungsergebnis haben können. Und hier eben als Beispiel der Einfluss des Dübelsystems, der im bisherigen CC-Verfahren eben keine Rolle spielt, ob man ein Verbunddübel oder einen Bolzenanker nimmt, bei der Verteilung der Steifigkeiten bzw. der Ankerkräfte jedoch einen deutlichen Einfluss hat. Und die Frage ist im Prinzip einfach nochmal zu wiederholen, was für Möglichkeiten hat man denn, um eine Anordnung hinsichtlich der Steifigkeit zu optimieren, um letztendlich dann auch über eine ausreichend steife Ankerplatte das CC-Verfahren anwenden zu können. Also gut, dass wir die Folie noch da haben. Wir können da nochmal wiederholen. Wir können die Ankerplattendicke erhöhen oder ein anderes Profil oder ein größeres Profil verwenden. Wir können Aussteifungen aufschweißen. Oder wie du erwähnt hast, es ist sehr wichtig, auch die Dübelsteifigkeit zu beachten in der Berechnung. Das heißt, ich kann dann gucken, welches System dann noch besser für die Optimierung wäre. Und ich kann natürlich diese Punkte entsprechend auch noch variieren. Gut, perfekt. Dann würde ich vorschlagen, wir machen mit dem nicht-linearen Federmodell weiter
Und nochmal an alle Zuhörer und Zuschauer, bitte noch weiter kräftig Fragen stellen, damit wir auch im Anschluss noch ein bisschen zusätzliche Informationen geben können. Dankeschön. Vielen Dank für die Fragen. Dann geht es weiter zu unserem zweiten Thema, zum nichtlinearen Fehlermodell. Grundsätzlich ist die Modellbildung bei dem nichtlinearen Fehlermodell das gleiche wie bei dem linearen Fehlermodell. Ich muss weiterhin meine Ankerplatte mit finiten Elementen modellieren. Ich brauche die Kontaktelemente und wir brauchen die Dübelzugfeder. Die Frage ist oder der Unterschied ist, wie ich meine Federeigenschaften erhalte. Was sind jetzt in diesem Fall meine Feder? Und dazu kommen wir jetzt gleich. So, als Erinnerung ganz kurz, im linearen Federmodell haben wir die Feder nur über eine gerade Linie idealisiert. Im Gegensatz dazu wird im nichtlinearen Federmodell das gesamte Lastverschiebungsverhalten des Dübels charakterisiert. Und zwar, wir berücksichtigen hier den ersten Lastanstieg, dann die Steifigkeitsänderung, die Maximallast und auch noch den Nachbruchbereich. Genau. Und dadurch, also das wäre hier praktisch schon unsere Federkennlinie für einen Einzeldübel, der nicht vom Rand oder von benachbarten Dübel beeinflusst wird. Wir sind jetzt aber noch auf dem Mittelwertlevel. Für eine Berechnung mit einem FE-Programm sollen wir aber vom Mittelwertniveau auf das charakteristische Lastniveau runterkommen. Das heißt, wir skalieren jetzt hier unsere Federkennlinie auf das charakteristische Lastniveau. Sie können sehen, dass wir dabei die Steifigkeiten K1 bis K4 nicht geändert haben. Wir haben die konstant gehalten. Was ist der Grund dafür? Wir haben vorher mit dem linearen Federmodell schon gezeigt, wie wichtig ist es, die Steifigkeit der Ankerplatte und die Steifigkeit der Verankerungen zu berücksichtigen. Und in dem Fall wollen wir das Verhältnis Steifigkeit der Ankerplatte zu Steifigkeit der Dübel nicht ändern. Deshalb bleiben diese Steifigkeitswerte unverändert. So, jetzt haben wir unsere Federkennlinie auf dem charakteristischen Lastniveau für ein Einzeldübel. Bei der Versagensabbetonausbruch bei Dübelgruppen, wenn der Achsabstand kleiner ist als der charakteristische Achsabstand, dann überschneiden sich die Betonausbruchkörper der einzelnen Befestigungen. Dazu haben wir noch, dass wenn der Randabstand kleiner ist als der charakteristische Randabstand, haben wir auch noch einen Randeinfluss. Diese Einflüsse müssen dann auch im nichtlinearen Federmodell berücksichtigt werden, und zwar schon auf dem Federkennlinie-Level. Sag ich mal, was machen wir dann zu dem Thema? Also das nichtlineare Federmodell wendet die Systematik der projizierten Flächen auf Einzeldübel der Gruppe an. Es wird praktisch zu jedem Einzeldübel der Dübelgruppe ein Einzelwiderstand zugeordnet, was proportional zu seiner projizierten Fläche ist. Das heißt, wir haben hier Dübel 1, 2, 3, die haben alle ihre Flächen, ACN 1, 2, 3 und auch die Widerstandswerte. Wenn man sich das ganz kurz anschaut, wäre die Summe dieser Flächen, ACN 1 bis ACN 3, also die Summe wäre praktisch die Fläche, was man nach dem CC-Verfahren berechnet. Das wäre unser ACN. Gut. Das nichtlineare Federmodell arbeitet aber nicht nur mit Kräften, sondern wir brauchen hier unsere Federkennlinie. Das heißt, wir brauchen Verschiebungen, wir brauchen Steifigkeiten. Auf der vorherigen Folie haben wir die Einzelwiderstände für die einzelnen Befestigungen der Gruppe basierend auf Flächenbetrachtungen ausgerechnet. Auf diese Werte wird dann unsere Referenzkurve praktisch runterskaliert. Weiterhin arbeiten wir aber mit den gleichen Steifigkeitswerten, K1 bis K4. Die sind weiterhin mittlere Steifigkeiten. Versuchsergebnisse haben uns gezeigt, dass die projizierte Fläche
und wie viel Beton für ein Befestigungsmittel zur Verfügung steht, beeinflusst praktisch die Steifigkeit des Dübels nicht. Deshalb gehen wir dann so weiter mit den ausgerechneten Werten. Das heißt, wir haben jetzt praktisch die Federkennlinien für alle Dübel definiert und können wir auch schon gleich mit der Berechnung loslegen. Also, wenn das FE-Modell jetzt aufgebaut wurde, wie schon öfters erwähnt, die Ankerplatte wurde mit finiten Elementen modelliert, dann haben wir die Kontaktelemente, dann können nun auch die Dübelfedern zugeordnet werden. Wir können hier schön sehen, dass die drei Dübel unterschiedliche Federkennlinien erhalten haben. Aus dem Grund, die haben unterschiedliche Widerstände und das wird dann mit den Federkennlinien schon berücksichtigt. Wie läuft die Berechnung in diesem Fall? Also es wird eine nichtlineare Finite-Element-Berechnung durchgeführt und zwar in dem Fall nicht in Kraftregelung, sondern in Wegregelung, in kleinen Berechnungsschritten. Was passiert während der Berechnung? Das möchte ich mit diesem Beispiel ganz kurz zeigen. Also in der Berechnung werden Verschiebungen in kleinen Schritten auf das System aufgebaut. Das heißt, es wird meine Dübelsteifigkeit und die Steifigkeitsänderung während der Berechnung berücksichtigt. Was passiert im Hintergrund? Die Steifigkeitsmatrix des Gesamtsystems wird bei jedem Schritt aktualisiert und dabei werden eben diese Steifigkeitsänderungen der einzelnen Dübel und die Verformungen der Ankerplatte berücksichtigt. Dadurch erhalte ich dann auch schon das Ergebnis des nichtlinearen Federmodells. Das ist praktisch die gesamte Lastverschiebungskurve der Dübelgruppe. Dadurch habe ich natürlich auch schon den Widerstand der Gruppe. Man kann die Höchstlast einfach ablesen, wenn man das so sagt. Und bei dieser Berechnung wird die Ankerplattensteifigkeit, wie schon erwähnt, die Dübelsteifigkeit und sogar auch noch Lastumlagerungen berücksichtigt. Ja, so viel dann zum Konzept des nichtlinearen Federmodells. Und jetzt möchte ich noch einige Verifizierungsbeispiele zeigen. Das nichtlineare Federmodell wurde anhand von Zugversuchen verifiziert. Es wurden etwa 130 Versuche im ungerissenen und gerissenen Beton durchgeführt und dann natürlich entsprechend auch die Berechnung wurde mit dem Federmodell durchgeführt. Die Übereinstimmung zwischen dem Modell und Versucher ist sehr gut, sogar ein bisschen konservativ. Wir haben ein Verhältnis von Versucher zu Federmodell von 1,05 und der Variationskoeffizient ist auch noch im Bereich des herkömmlichen CC-Verfahrens. Wir sind bei 14%. Gut, die Beispiele sehen Sie noch auf der linken Seite. Es wurden ja jegliche Ankergruppen getestet, im gerissenen Beton, teilweise gerissener Beton mit runder Platte und so weiter. Ja, vielleicht noch ein Punkt zu diesem Diagramm. Also wir haben hier nur Kräfte verglichen, aber wir haben es öfters erwähnt, dass ein großer Vorteil vom nichtlinearen Federmodell ist, dass wir nicht nur Kräfte bestimmen können, beziehungsweise nicht nur die Kraftverteilung bestimmen können, sondern auch das gesamte Lastverformungsverhalten der Befestigung abbilden können. Und dazu habe ich nur noch drei Slides, um das ein bisschen zu verdeutlichen. In dem Fall zum Einfluss der Ankerplattensteifigkeit. Wir sehen hier eine Dübelgruppe, eine Vierergruppe, die zentrisch unter Zug belastet wurde. Wir sehen, dass das Ergebnis des Federmodells sehr schön mit den Ergebnissen der Versucher übereinstimmt. Wir haben dann im nächsten Schritt die Ankerplattendicke von 40 mm auf 10 mm reduziert. Und wir sehen schon sofort, dass das Verhalten der Gruppe sich komplett geändert hat. Also nicht nur die Kraft ist jetzt die Hälfte oder der Widerstand die Hälfte im Vergleich zum anderen Fall, sondern das gesamte Lastverschiebungsverhalten. Das widerspiegelt sich nicht nur an dem Diagramm, sondern wir sehen das auch schon ganz schön
auf dem Betonausbruchkörper, was sich gebildet hat. Also wir haben hier auf dem Diagramm zwei Peaks. Also der erste Peak wäre praktisch, wenn die beiden mittleren Dübel ihre Höchstlast erreicht haben. Und der zweite Peak entspricht dann das Versagen der beiden äußeren Dübel. So. Das nächste Beispiel zeigt uns den Einfluss der randfernen und randnahen Exzentrizität. In dem Fall wurden Zugversuche an Dreiergruppen nah am Bauteilrand durchgeführt. Auf der linken Seite sehen wir den Fall, wo die Exzentrizität randnah auf das System aufgebracht wurde und im anderen Fall halt auf der anderen Seite. Und wir sehen hier etwa 30% Unterschied im Widerstand. Das konnte bis jetzt mit dem herkömmlichen CC-Verfahren nicht gezeigt werden, sage ich mal. Dazu brauchen wir schon die nichtlineare Analyse und das nichtlineare Federmodell, um sowas realistisch berücksichtigen zu können. Und dann habe ich nur noch ein letztes Beispiel. In dem Fall haben wir Versuche mit runder Ankerplatte durchgeführt. Auf der linken Seite haben wir 6 Dübel installiert und auf der rechten Seite sehen wir die gleiche Ankerplatte, aber statt 6 Dübel haben wir noch 4 installiert, was dann praktisch eine trapezförmige Anordnung bildet, die exzentrisch belastet wird. Und die Ergebnisse zeigen uns wieder sehr schön, dass das Federmodell in der Lage ist, auch solche Fälle zu berücksichtigen und ja, es ist in der Lage, eigentlich den Anwendungsbereich des CC-Verfahrens auf beliebige Anordnungen zu erweitern. Genau. Und dann komme ich schon zu meiner Zusammenfassung zum Thema nichtlinearen Federmodell. Wir haben es gesehen, dass die nichtlineare Federmodell eine realitätsnahe Berechnung ermöglichen, die über die Grenzen des bisherigen CC-Verfahrens hinausgehen. Wir müssen aber beachten, dass der nichtlineare Federmodell voraussetzt, dass die Analyse in Wegregelung durchgeführt wird, denn nur dadurch die Berücksichtigung der Kraftverteilungen möglich ist. Noch ein wichtiger Punkt. In dem nichtlinearen Federmodell konnten wir endlich die Einwirkungen und den Widerstand entkoppeln. Und unser Ergebnis ist nicht nur der Widerstand des Gesamtsystems, sondern wir erhalten gleich die ganze Lastverschiebungskurve der belasteten Ankergruppe. Und ich habe noch ein paar Punkte, um die Vorteile hervorzuheben. Es ist ein sehr wichtiger Punkt laut meiner Sicht, dass die Regeln für die Modellierung und die Ableitung der Federkennlinien relativ klar und objektiv gestaltet sind. Das heißt, ich denke, es könnte jeder wirklich nachrechnen, was hier im Hintergrund passiert, was die Berechnung uns dann transparent macht. Noch ein wichtiger Vorteil ist, dass das Federmodell anwendbar ist für jegliche Anordnungen, Belastungspositionen, Ankerplattendicken und wir können sogar beliebige Rissbilder berücksichtigen. Und das Ergebnis, was wir von dem nichtlinearen Federmodell erhalten, kann dann auch als Input für nichtlineare Berechnungen verwendet werden für die performancebasierten Ansätze. Also haben wir vielleicht hier einige Statiker, die in die Richtung gehen, dann können Sie sofort die Ergebnisse mitnehmen. Ja, Boklaka, herzlichen Dank für die weiteren Ausführungen jetzt zum nichtlinearen Federmodell. Ich würde jetzt mal wieder eine kleine Fragerunde einwerfen sozusagen und ich finde es immer wieder spannend, wie es diese relativ einfache Modellierung, die man mit dem nichtlinearen Federmodell realisieren kann, das doch sehr nah am jetzigen CC-Verfahren auch dran ist und die Berechnung der projizierten Flächen berücksichtigt, wie man mit dieser relativ einfachen Modellierung dann quasi mit einem digitalen Ausziehversuch das Verhalten von jeglichen Dübelanordnungen und vielen Gruppen untersuchen kann, das man eben vorher nicht untersuchen konnte. Und das Ganze immer in Abhängigkeit
von der Ankerplattensteifigkeit. Das heißt, habe ich eine Ankerplatte, die nicht steif genug ist, dann kriege ich auch direkt ein Ergebnis, das mir einen geringeren Widerstand widerspiegelt, der eben realitätsnah ermittelt wurde. Eine Frage, die reinkam zum nichtlinearen Federmodell, war die Frage, wie man Querkräfte in der ganzen Bemessung dann weiter berücksichtigen kann. Okay, das ist eine sehr gute Frage. Also in meiner Dissertation habe ich ein ähnliches Modell für Querbeanspruch der Dübelgruppen entwickelt. Das Modell ist noch nicht veröffentlicht, also wir hoffen, dass es dann schnell genug kommt. Vielleicht so ein paar Backstage-Infos. Mit dem Federmodell für Querbelastung werden wir dann in der Lage sein, mehrere Dübelreihen zu berücksichtigen, Lochspiel und so weiter. Also, es wird spannend. Ja, da bin ich auch schon gespannt auf die Veröffentlichung von deiner Dissertation und auf das Quertragverhalten und auch die Annäherung. Eine zweite Frage, die reinkam, ist die Frage, ob das nichtlineare Federmodell schon in Normen verankert ist. Das ist noch nicht in den Normen verankert. Wir arbeiten aber stark daran, dass wir einige Beispiele und das Konzept schon mal ins FIB Design Guide reinfließen können. Wir hoffen es, wir arbeiten dran. Perfekt, das wäre natürlich die Krönung. Das ist im Moment aktuellste Forschung, die Ergebnisse teilweise veröffentlicht, aber eben noch nicht alles veröffentlicht. Und Normenarbeit ist immer langwierig, schwierig und zäh, sodass das sicherlich noch einige Zeit dauern wird. Genau. Eine weitere Frage, die reinkam, muss ich kurz spicken auf meinen Zettel, war die Frage, wie das die Ausführungen, die wir jetzt gesehen haben, haben sich hauptsächlich auf die Versagensart-Betonausbruch fokussiert und welche Ansätze vorhanden sind, um im Prinzip andere Versagensarten, die im CC-Verfahren eine herausragende Rolle spielen, berücksichtigt werden können. Okay, also grundsätzlich sind es ist möglich, alle anderen Versagensarten auch mit dem nichtlinearen Federmodell zu berechnen. Wir müssen halt die Federkernlinien anpassen. Also es ist grundsätzlich möglich und vor allem bei Versagensart herausziehen oder Stahlversagen, da haben wir den Einfluss, also die Nachbarndübel, die beeinflussen sich nicht, also da sind wir auch gut aufgestellt. Das ist sicherlich ein Vorteil des nichtlinearen Federmodells, ist, dass es prinzipiell auf dem Grundprinzip der projizierten Flächen basiert, das ja in den meisten Versagensarten angewendet wird. Schön ist es, dass man diese ganzen Tuning-Faktoren, diese Psi-Faktoren, die manchmal Erhöhungs-, manchmal Erniedrigungsfaktoren sind, prinzipiell nicht anwenden muss. Und für alle Versagensarten, die im Prinzip keinen Gruppeneffekt haben, wie du es auch schon erwähnt hast, ist das Federmodell natürlich auch anwendbar und in dem Sinne auch trivial. Gut, eine letzte kurze Frage beschäftigt sich mit der Frage, was mit seismischen Nachweisen passiert und ob das zum aktuellen Standpunkt oder Zeitpunkt im Prinzip möglich ist, seismische Nachweise auch mit dem Federmodell zu führen. Also mit dem nichtlinearen Federmodell ist das heute noch nicht dabei, sage ich mal. Aber wenn wir nur die Ankerkräfte von unserer Berechnung weiterbringen, dann kann ich praktisch die seismischen Faktoren und so weiter wie gewohnt weiterführen. Also wenn ich die Federmodelle nur dazu verwende, meine Ankerkräfte zu bestimmen, dann hat sich da auch nichts geändert. Aber das nichtlineare Federmodell ist eigentlich in der Lage, das so zu erweitern, dass es für Seismik dann auch geeignet ist. Perfekt, sehr gut. Okay, dann war es das erstmal mit den Fragen. Und ich würde noch ein bisschen was zum Allgemeinen sagen. Das lineare Federmodell wird ab März etwa veröffentlicht werden und zugänglich sein über das MyFischer-Portal. Das heißt, Sie müssen sich auf dem MyFischer-Portal registrieren. Dieses neue online- und browserbasierte Portal hat viele Vorteile für Sie als Kunden
Statiker und Anwender. Dort können Sie als Beispiel im Nachgang zu unseren Online-Seminaren die Aufzeichnungen und Videos der Seminare sich nochmal in Ruhe anschauen. Und es gibt viel, viel zusätzliches weiterführendes Material. Auf diesem Portal ist eben auch unsere neue Online-Version des Programms CFIX zugänglich. Und dort und ausschließlich dort wird eben dieses lineare Federmodell ab März zugänglich sein. Ich habe schon mal ein paar Screenshots hier eingefügt, damit Sie wissen, was Sie dort erwartet. Auf der linken Seite sieht man eben schön ein verformtes finite Elementnetz, das mit 3D-Solid-Elementen hier berechnet wurde. Man sieht, dass man eben die Verformung sehr schön sehen kann und visualisieren kann. Auf der rechten Seite dann die Heatmap von der gleichen Anwendung dargestellt und was dann verdeutlicht, dass auf Basis dieser realitätsnahen finite Elementberechnung dann eben auch weitere Stahlnachweise geführt werden können. Gut, zusätzlich haben wir zum heutigen Tag auch ein White Paper vorbereitet, mit dem Sie prinzipiell das Thema nichtlineare und lineare Federmodelle noch weiter vertiefen können. Dieses White Paper ist auf unserer Fischer Homepage zugänglich unter dem Link, der rechts dargestellt ist, also unter www.fischer.de Federmodell finden Sie zusätzliche Informationen zu unserem Vortrag und eben dieses White Paper zum Download beziehungsweise auch in einer Browserversion. Ja, viel Spaß beim Lesen dazu. Frau Burkor oder beziehungsweise Burglager und ich hatten viel Spaß, das für Sie vorzubereiten und wir hoffen eben, dass das Ganze dann auch fleißig heruntergeladen und gelesen wird. Genau, zum Abspann noch ein paar Literaturhinweise, die wir im Prinzip benutzt haben, um unsere Dissertation, um unsere Präsentation hier vorzubereiten, um einfach auch nochmal transparent zu machen und weiterführende Literatur für besonders interessierte Anwender anzubieten. Dann nochmal von meiner Seite vielen Dank, dass Sie es geschafft haben, sich diesen Stream hier anzuschauen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein interessantes Thema hier bieten. Und ich bedanke mich bei Ihnen nochmal. Bleiben Sie gesund.